Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Scump. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist es soweit. Heute tun wir die City looten. In der letzten Folge haben wir die ja mal ein bisschen uns angeschaut. Und wir haben festgestellt, auch in der letzten Folge, da gibt es so einige Zombies. Das heißt, für uns wird es wahrscheinlich so ein bisschen Sledgehammer Action geben. Den haben wir natürlich wieder mit am Start. So, was haben wir denn noch so? Wir haben noch das Fernglas. Die Axt ist noch dabei. Ein Verband. Ich hoffe, das wird reichen. Ja, Pfeile haben wir auch. Den Bogen haben wir jetzt nicht mit. Ich habe nochmal eine zweite Kiste gecraftet. Da habe ich mal die ganzen Waffen reingetan. Und der Traktor war auch leer. Gut, also genug Lootplatz haben wir. Zum Verstauen haben wir auch, wie gesagt, eine zweite Kiste. Da würde ich sagen, auf geht's nach Spickowina. Spickowina. Was für ein lustiger Name für ein Dorf. So, wie gesagt, hier sind sehr viele Zombies. Das heißt, es wird die eine oder andere Action hier geben. So, und ich habe mir auch überlegt, dass man nicht eventuell, oder ob wir nicht eventuell hier erstmal ein Haus beanspruchen, bis wir überhaupt mal unsere Base gebaut haben, weil das kann ein bisschen dauern, so viel wie es Material kostet. So, hier hinten auf dem Feld war, glaube ich, einer. Da dümpelt zumindest einer rum. Mit einer gelben Jacke, könnte eine Regenjacke sein. So, das heißt, zack. Sind wir erstmal drin. Ich würde trotzdem den Sledgehammer gerne mal ausgerüstet lassen. Rest. Ich habe übrigens wieder eure Kommentare gelesen und das ENE steht nicht nur für Müdigkeit. Das habe ich nämlich mal ausprobiert. Man kann sich hier reinlegen, aber es passiert. der Hammer hält. Es passiert nichts. Und ihr habt mir den Hinweis gegeben, es ist jetzt nicht nur für die Müdigkeit, sondern auch fürs Essen. Unsere Rute hat ja auch Hunger. So, das heißt, wir haben, glaube ich, noch was im Traktor. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wegen der Zombies. Da hinten steht einer. Das scheint aber nicht. Gut, ach nein, wir haben das ja weggeräumt. Gut, das brauche ich ja gar nicht gucken. Dann müssen wir hoffen, dass wir was zu essen finden. Also, ENE, dass es jetzt auf 0% steht, kann auch damit zusammenhängen, dass unsere Rute Hunger hat. So, wir haben ja hier aber auch irgendwo Felder gesehen. Gestern in der Folge. Also, wer Hunger muss, hier definitiv nicht. So, wir fangen einfach mal unsere Loot runter an. Irgendwann, früher oder später, hier ist irgendwas. Ein Schloss. Und Faden, okay. Früher oder später werden wir natürlich über Zombies stolpern. Das bleibt nicht aus. Und dann stellen wir uns den Kampf. Eine Bauchtasche. Weiß ich jetzt nicht, ob wir die unbedingt mitnehmen müssen. Könnten Lumpen draus machen, ne? So, Müll ist auch durchsuchbar. Eine Karotte. Komm, iss die mal. Ich hoffe, die ist noch gut. Hier, Vitamine, alles im grünen Bereich. Mineralien, alles im grünen Bereich. Perfekt. Die Karotte hat jetzt 12% Darmvolumen verursacht. Kohlenhydrate 0, Zucker 0. Das ist gar nicht gut. Und Natrium sind wir immer noch bei 143%. Eieieiei. Unterernährung, Phase 2. Ja, der kriegt halt nicht genug zu essen, ne? Der nimmt immer mehr ab. Ist jetzt nicht so gut, aber was willst du machen? Was willst du machen, ne? So, nimm mal den Sledgehammer in der Hand. Guck mal, da hinten tentakeln nämlich zwei Zombies rum und die können springen. Das haben wir ja mitgekriegt. Pass ich durch das Fenster? Tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Surprise, surprise. Oh yeah, Werkzeugkasten. Den nehmen wir natürlich. Dann haben wir schon mal drei. So. Brauchen definitiv noch mehr zu essen als diese eine Karotte. Das steht schon mal fest. So, mal gucken, was wir noch so finden. Wir nehmen erstmal das mit, was alles geht. Metallrohr, das braucht wieder drei, ne? Dann müssen wir das so machen. Und braucht mehr als drei. Okay. Dann haben wir das dahin. So. Das ist auch schon mal geklärt. Dann einmal hochklettern. Gucken, was es schön auf dem Dachboden gibt. Müll. Wer kennt's nicht? Eingestaubter, verrotteter Müll. Und ich habe den Hinweis gekriegt. Wir hatten uns ja mal die Maske angeguckt. Ich kann es ja mal kurz zeigen, die mir richtig gut gefallen hat. Ich hatte die Halloween-Masken. Und da braucht man Augen dazu. 10 Stück Puppet Eye. Die kriegt man bei Zombies, habe ich gehört. Beziehungsweise habt ihr mir den Tipp gegeben. Und man kann aber auch die Masken einfach so finden. Ja, du weißt, du bist am Verhungern.
Halt noch durch. So. Okidoki. Erstmal den Vorschlagkammer in die Hand nehmen. Man hier nicht zum. Da hinten steht jetzt einer, okay. An den Bäumen kann man nichts, ne? Suchen. Doch, suchen. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Birne. Hier, na komm, ist mein guter Stoffwechsel. Ja, wenn das nicht mehr näher hochhaut, du. Wow. Eine einzigste Birne. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Birnbaum? Okay, also beim Bäumen können wir also auch was finden. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Zack. Dann auf zu unserem Traktor. Alter, wie viele Zombies hier sind, ey. Da ist einer, da hinten ist einer. Vorm Felsen und hinterm Felsen habe ich auch gerade noch einen gesehen. Ja. Ach, guck mal, wer da steht. Ich weiß jetzt halt nicht. Ich habe auch den Hinweis gekriegt, wenn man schießen sollte. Nicht ohne Schalldämpfer. Man kann einen selber bauen. Aber man sollte nicht ohne Schalldämpfer schießen. Ich denke mal wegen dem Lärm, ne? So, drüber fahren können wir. So, nehmen wir den Hammer schon raus. Au. Ich kann der auch gleichzeitig treffen. Weil. Drei. Den läuft der nächste. Wir müssen uns erstmal schnell verbinden. Wundenversorgung. 8% hat uns abgezogen. Oh, hier ist eine Polizeistation. Das ist ja perfekt. In der Hoffnung, dass wir natürlich schon Waffen bekommen. Ich denke mal, wir werden jetzt nicht schaffen, dass wir alles hier durchsuchen können. Den Rest würde ich dann natürlich alleine machen. Und wenn irgendwas Besonderes passiert, würde ich euch dann wieder natürlich dazu schalten. Armeestiefel. Kampfstiefel. 19%, die haben besser. Gefangenenhose. Kann man Lumpen zerteilen. Weil brauchen wir jetzt. Wir haben jetzt keinen Verband mehr. Ich glaube, pro Hit muss man uns jeweils dann immer verbinden, ne? Nägel würde ich gerne mitnehmen. Ach, es geht ja gerade nicht. Müssen wir kurz warten. So, dann können wir herstellen. Ein Lumpenpäckchen machen. Dann sparen wir uns mal einen Slot. So. Zack. Flair nehmen wir einfach mal mit. Was passiert? Zieht einfach drüber. Schön. Da haben wir jetzt zwei extra Plätze. Was kann ich den? Nein. Gut. Den jetzt weiter auseinandernehmen. Den Typen. Lassen wir mal lieber, würde ich sagen. Ich würde dann lieber ins nächste Haus gehen. Und das wäre dieses hier. Haben wir jetzt eigentlich alles behandelt? Verletzung Phase 1 behandelt, Unterernährung Phase 2. Warum ist das eigentlich immer noch auf 0%? Ah, wir sind wieder bei 6% runtergegangen. Ja, weg damit. Dann nehme ich doch lieber das Gewehr mit. Eine M1887 Kaliber 12. Munition haben wir ja extra mitgenommen. Haben wir eine Kaliber 12? Okay. Hat er jetzt eigentlich die Kugel im Lauf? Eine haben wir. Warum lädt er so oft nach? So viel Munition. Schrotpatronen. Kaliber 12. Ja, dann sagt das doch. Wir haben doch Schrotpatronen. Sehr gut. Ach, das ist eine Schrotflinte quasi. Naja, gut. Also, ja. Das ist keine direkte Schrotflinte. Das ist schon ein Gewehr, aber. Er benutzt halt Schrotmunition. Ja, das ist ja mal nice. So, die Stange können wir wie gesagt nicht mitnehmen. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Ihr braucht ja mehr als drei, ne? Gut, dann lassen wir das. So, die Lupe nehmen wir mal mit. Die Schere nehmen wir mit. Hab ich die Lupe jetzt nicht eingebaut? Okay. Braucht zwei Slots, die Lupe. Eieieiei. Gucken,
gucken, was wir noch so Schönes finden. Ein Messer. Nichts. In Drähte schneiden. Das ist gut. So. Nichts. Also alle, wo Kisten und Türen offen sind, da kann man nichts looten. Und da, wo verschlossen ist, kann man looten. Sehr gutes Erkennungsmerkmal. Heißt aber nicht, dass man da immer was findet, ne? Noch nicht. Jetzt. Oh, hier. Wartet mal. Hatte ich jetzt. Wobei, das können wir jetzt erstmal so lassen. Ja, ich weiß, du bist am Verhungern. Ich gebe mein Bestes. So und so. Werkzeugkopf nehmen wir natürlich mit. Und haben wir noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Also Loot gibt es richtig viel, ne? Okay, was haben wir hier? Wollpullover. Taktischer Pullover. Gibt es einen, okay. Dann würde ich natürlich gerne den... So, und jetzt kommen wir dazu. So. In Lumpen zerschneiden. Brauchen wir dann nicht. Nicht mehr. Die syntaktischen Pullover, der kann weg. Genauso die Bauchtasche. So, in Lumpen zu teilen. Überhaupt nicht laut. Mm-mm. Wo denkst du hin? So, 2, 4, 6, 7 haben wir jetzt. Mal gucken, was wir machen können. 2, 4, 5. Und der andere Lumpen waren 3 gerade mal, ne? Die könnte man noch auseinandernehmen. Und ein neues Päckchen machen. Wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Zerlegen. Gucken wir mal. Sind da flexibel. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Dann haben wir das alles zusammen. Herstellen. Dauert zwar seine Zeit, aber die nehmen wir uns einfach. So, Inventar. Zack. Und zack. Dann haben wir hier ein bisschen Platz gewonnen. Wir stellen das mal, das Bündel Stofffetzen her, dass wir das auch mitnehmen können. So. Guck mal, das braucht sogar ein Slot plus. Das ist auch gut. So. Ne, Rest möchte ich... Okay. So sieht das aus, wenn er sitzt. Alles klar. So, suchen. Munition. 45er haben wir die schon. Kann ich aber nicht stacken, weil 45er. Jetzt geht das. 9 von 20 haben wir davon schon. Es fehlt nur die Pistole dazu, ne? Objektiv. Noch eine Schere. Das hat man, okay. Hier hinten kommst du raus, okay. Hm, hier ist ein Loch im Zaun. Ich dachte, ich muss hier drüber springen, alles klar. Oh Gott. Die Drohne ist wieder da. Achso, man soll ja nicht ohne Schalldämpfer schießen, ne? Die Drohne kommt an und das Spiel kommt ins Stocken. Oh Mann. So, dann isst man den Apfel. Das auch nicht so viel bringt, denke ich mal. Weg.
Damit geht das schon wieder. Das sind so einige Früchte. Kann ich aber jetzt nicht abnehmen, weil kein Bedarf oder was. Warum stockt denn das jetzt auf einmal? Okay, irgendjemand hat uns entdeckt. Oh Mann. Wo denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh, das stockt immens. Das stockt immens. So, was haben wir denn hier? Nochmal Faden. Ein Brecheisen. Wir sind voll, ne? Gar nicht gut. Was ist das? Munition. Auch die haben wir schon. Können wir zusammenführen. Zack. Ich könnte jetzt natürlich die Schrotmunition benutzen, aber ich habe mir den Hinweis gegeben, nicht ohne Schalldämpfer. Man kann ihn selber craften. Oh, dieses Geräusch. Das wäre dann das hier, ne? Können wir aber nicht, weil uns die Dose fehlt. Und du brauchst eine Bohrmaschine. Oh Gott, ist das euer Ernst? Können wir ein Messer, Klebeband und eine Flasche. Die haben wir auch nicht. Das heißt, wir müssen mit unserem Sledgehammer vorlieb nehmen. Was ist er denn? Schön, sehen aber nicht. Da ist er. Eins. Zwei. Boah. Das ging ja gründlich daneben. Drei. Na moin. Ein Glück haben wir Haufen Lumpen dabei. In Stofffetzen. Wieso kann ich das nicht benutzen? Ach, weil die verschmutzt sind oder was? Na, dann nützt mir das ja gar nicht. Wunden versorgen. Dann lasse ich die hier liegen. Ich sehe es gerade, es gibt zwei verschiedene. Schmutzige Lumpen und Lumpen. Läuft. So, untersuchen. So. Bis jetzt auch noch kein einziges Auge gefunden, ne? So, dann teilen wir mal die Hose. Mal gucken, was rauskommt. Auch nur solche dreckigen Dinger. Nee, dann das mische ich nicht. So, ich würde gerne erstmal wieder zurück zu unserem Traktor kommen. So. So. Zack. Zack. So, dann sortieren wir das schon mal ein. Ich weiß nicht, ob wir das Messer jetzt brauchen unbedingt. Wir tun es mal hier rein. Munition wird behalten wollen. Das können wir mal rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Werkzeug kommen wir natürlich auch. So, einmal Schießpulver. Das. Und das. Und die Lupe noch weg. Und dann sind wir schon wieder einsatzbereit. Wir gehen am besten ins nächste Haus. Vielleicht checken wir mal hier die Garage. Warum hier schon? Hier drin waren wir noch nicht, ne? So, da haben wir schon mal zwei Zombies komplett zerlegt, ne? Schon wieder eine Kerze.
Zack, 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 zack. Hier gibt es nichts. Okay. Gehen wir schnell in das Haus hier. Brauche ich auch mal so ein Areal von Zombies komplett befreien kann. Oder ob die immer wieder hier spawnen. Hier haben wir wieder einen Rucksack. Der, denke ich mal, weniger Platz haben wird. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, die nehmen sich nichts. Den könnte ich aber in Lumpen zerteilen. Und das müsste eigentlich sauberer ergeben, oder? Okay, und jetzt die Axt zum Zerteilen. Alles klar. Das läuft. Das läuft. So, zack. Zack. Und zack. Wo blinkt der Herd? Ist da was drin? So. Dann gucken wir gleich mal, wie das so blinkert. Kein Gegenstand. Wo blinkert der dann? Stück Gummi. Kühlschrank. Was zu essen? Nein. Er ist am Verhungern. Ich glaube, wir müssten mal das Feld suchen, ne? Ich wollte erstmal zum Polizeirevier, ey. Irgendwas zu essen. Noch eine Mütze, eine Bauchtasche. Nehmen wir einmal mit, wenn wir das zu Lumpen zerteilen können. Ist das auch schon mal gut. So. Nichts. Wenn ich jetzt mal wüsste natürlich, wo die Beete waren, ne? Ist hier irgendwas? Nichts. Hier vielleicht? Auch nichts. Jo, das läuft. Ich sehe schon. Auch nichts. Auch nichts. Und das ist ein Baum zum Abholzen, denke ich mal. Ja. Gut. Dann, mein Guter, muss noch ein bisschen durchhalten, ne? Ich möchte jetzt erstmal gerne zum Polizeirevier. Ich glaube, da hinten irgendwo war das, ne? Und noch so viel hier zu entdecken. Heidi Witzka. So. Jetzt machen wir das eine Haus noch und dann ab zum Polizeirevier, würde ich sagen. Weil wir dann noch einen Zombie dem erlegen müssen. So. Da gibt es bestimmt wieder nur Schrottteile. Ja. Brauchen wir auch für irgendwas. Zack. Lustig, dass der Zombie uns nicht entdeckt, ne? Wasserflasche. Ist da was drin? Ja. Können wir was trinken? Sehr schön. Das läuft. So. Die kannst du mal... Brauche bloß einen Slot. Perfekt. So, eine Stecknadel. Also keine Stecknadel, sondern... Na, wie heißt's? Sicherheitsnadel. Tagebuch, ein klassisches Notizbuch zum Festhalten deiner Gedanken. Okidoki. Eine zweite Wasserflasche, das ist sehr gut. Kann ich die kombinieren? Kann ich nicht. Okidoki. Manches geht halt nicht. So, halt da, die Kiste können wir suchen. Nichts, okay. Gut, dann machen wir das schnell, das Haus hier noch. Und dann würde ich sagen, ab zum Polizeirevier. So, wartet mal. Hier oben waren wir, aber hier waren wir noch nicht, ne? Ein Trikot. Hat den Vorteil, wir kriegen einen Slot mehr. Das ist sehr gut. Noch eine Mütze. Nehmen wir mit. Türen auf jeden Fall immer zumachen. Falls doch noch ein Zombie kommt. So. Oh, ein Bild von dem Hund. Oh, süß. Oh, das ist wie beim Mist mit den Hasen, ne? Beziehungsweise haben die nie auch ein Bild von dem Hund? Von dem anderen Hund zwar, aber... Hallo. Hier finden wir eine Mütze. Jersey. Zack. Gibt auch bloß einen. Kroatien, okay. Zack.
Und Zeug nehmen wir alles mit wegen Lumpen. Verbandsmaterial, nichts. Okay, schade. Hätte ja sein können, ne? So, dann einmal hier hoch. Einmal Müll. Schießpulver, sehr gern. Kühlschrank, was zu essen, bitte. Eine weitere Schere. Ein Stück Seife. Spüle ist nichts. Im Herd vielleicht. Nein. Kein Braten. Handschuhe haben wir ja schon mal. Die nehmen wir so mit. Fernseher können wir hingucken. So. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier geht es auf den Balkon hin, der. Ja. Ja. Der ist jetzt nicht so schön, ne? Gut, dann haben wir das hier alles durch. Wo sind wir denn gekommen? Hier. Ich würde sagen, machen wir jetzt noch schnell das Polizeirevier. Gucken wir mal, ob wir da was Schickes finden. Hier waren wir noch nicht, ne? Dann müssen wir das noch schnell machen. Eine Bauchtasche wieder. Ich weiß, dass du Hunger hast. Ah, du siehst ja, hier gibt es nichts. Die können sich nichts leisten. Die sind selber arm dran. Tür zu, habe ich gesagt. Wenn ein Zombie kommt, bist du mal allgemein Zustand. So. Nichts. Nichts. Gar nichts. Oh, eine Weihnachtsmannmütze. Na, die setzt man natürlich auf. Sehr schön. Schade, dass man durch die Regenjacke jetzt natürlich nicht sieht. Die Weihnachtsjacke. Fehlt nur noch. Hippie-Shirt. Wo ist sie? Hippie-Shirt. Ja. Kriegst du keinen extra Slot? Okay. Nö, dann zack. Und dann gucken wir mal, ob wir das. Oh ja, im Stiefel. Komm, steck's rein. Kriegst du gar nicht mit. Dann. Nee. So. Lumpen zerteilen. So, perfekt. Alles saubere Lumpen. Ist halt relativ dreckige Klamotten, ne? Ist jetzt nicht gerade was, wo du sagst, darüber freue ich mich jetzt, du. So. Das hier hin. Kurz Plätze tauschen hier. So. Nichts, nichts und auch nichts. Okay. Und hier geht's raus, ne? Genau. Gut, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, das Polizeirevier machen wir in der nächsten Folge. Wir machen uns jetzt nochmal schnell auf den Weg. Irgendwo hatte ich ein Beet gesehen. Ich will hier bloß mal kurz Luki-Luki machen. Kein Auto. Ja, Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Es soll auch relativ random sein. Es kann auch sein, dass du hier 3-4 Mal spawnen musst. Beziehungsweise dich einloggen musst. Wie kommt denn der Zombie da auf dem Dach? Und dann steht dort mal ein Auto. Deswegen. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So, wo war denn das? Das war am Ende der City auf jeden Fall. Da drüben. Natürlich muss dort ein Zombie sein. Wie soll es auch anders sein? Bist du nach? So. Einmal die 1 drücken. Der ist getriggert. Der Zaun ist für den ja kein Hindernis. Okay, oder gleich außenrum. Zack. Hallo, hallo. Nein, was macht denn der mit meinem Traktor? Mein Hammer ist weg. Warum ist der weggeflogen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist der kaputt? Ich hoffe nicht. Lass bitte meinen Traktor in Ruhe. Ich bin froh, dass ich einen habe. Da ist der nächste Zombie.
Ist immer noch getriggert. Oh, ich wollte doch nur Salat haben. Ich habe Hunger. Das ist der nächste. Kann ich hier durchfahren? Nein, kann ich natürlich nicht. Warum sollte ich auch durch den Zaun brennen können mit dem Traktor? Ich gebe jetzt meinen Hammer hier nicht kampflos auf. Das sage ich euch. Die rennen immer noch. Wie lange sind denn die getriggert? Der eine hat aufgegeben. Versuchen wir über Stock und Stein. Sprich durch den Wald. Okay, das war knapp. Ich dachte, wir bleiben jetzt am Baum hängen. Ach, das ist der nächste Zombie. Ich will doch nur ans Beet. Mission Beet. Guck, der ist am Verhungern. Kannst du das doch nicht antun? Die hören sehr komisch rum. Das muss man sagen. So. Der Hammer, den habe ich da liegen sehen, auf jeden Fall. Ja. 78%. Ich weiß nicht, warum der den weggeschmissen hat. Was ist, wenn ich jetzt... Crouche? Wir sind ja hier Stealth. Relativ gut. Dann dürften wir uns doch gar nicht mitkriegen, oder? So. Der guckt auch in unsere Richtung, ne? Sieht uns aber nicht. So, dann suchen wir mal. Hier gibt's doch Salat. Brokkoli. Ja, läuft. Stoffwechsel. Zeig mal an. Gut, bringt jetzt nicht gerade so viel in den Magen rein. Okay, er hat uns gesehen. Ja, sag mal. Trifft ihr auch? Jetzt. Jetzt haben wir natürlich bestimmt andere angelockt. Jo. Deswegen soll man einen Schalldämpfer benutzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel Munition haben wir denn noch? Uah. Lauf! Lauf, Geronimo, lauf! Fahren! Fahren! Nichts. Das läuft richtig gut für uns heute. Schön hier angetriggert. Gehen wir noch hin. Das nehmen wir noch mit. Ach ja. So. Ich weiß ja nicht mal, wie viel Munition ich drin habe. Mal wieder Gas. Lustig, nee, jetzt haben sie aufgegeben. So. Muss aber mal nachladen, nicht dass es plötzlich klick, 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 klick macht und ja. Was ist denn? Wollten wir nicht uns mal 75%? Sollte man mal gucken, ob man zerlegen vielleicht. Zumindest, ja, die dümmelt da hinten wieder rum. So, Wunden versorgen. Nicht, dass unsere Gesundheit weiter sinkt. Im Moment kriegen wir es halt nicht gebacken, hier irgendwie mal Essen zu bekommen. So. Das heißt, wir brauchen die jetzt hier nicht mehr zusammen bündeln. Sind ja eh plus zwei. So. Ja, ab in die Höhle des Löwen. Das Ganze noch einmal. Ich hätte sie eigentlich durchbrettern, ne? Eigentlich egal. Dreier haben wir auf jeden Fall mit der Shotgun erlegt. Also die Triggers, die halt immens, ne? Wenn du mit der Waffe rumschießt, die laut ist. So. Der Hammer ist schon wieder weg, glaube ich, ne? Oder? Warum hatte ich plötzlich die Schrotflinte in der Hand? Ne, der Hammer ist da, aber die
Ja, die Plätze haben sich wieder gewechselt, warum auch immer. So. Erstaunlicherweise sind die Zombies aber relativ schnell gedespawnt. Warum auch immer. Und es sieht relativ nach Regen aus. Es wird so auf einmal so dunkel. So, wir suchen trotzdem weiter. Und wenn es Brokkoli ist, den wir essen, zack, das haben wir uns rein. So, wenn der Traktor voll ist, müssen wir sowieso mal gucken. Entweder nehmen wir hier erstmal irgendein Haus in Beschlag, aber wenn hier so viele Zombies sind, weiß nicht, ob das ideal ist. Ja, jetzt fängt es an mit Regnen. Es wird einmal aufs schlagartig so dunkel, ne? Ein Kohl! 4 von 4, na, dann machen wir alles essen. Da können wir jetzt aber furzen, du. Aber endlich wird der Magen mal richtig gefüllt. Über 50%, 60%. Ja, das sieht doch gut aus. 100%. Verletzung, Erbrechen, Phase 0, krank. Überernährung auf einmal. Phase 2, krank. Verletzung, Phase 1, behandelt. Ja, 130% würde ich sagen. Das ist ja ordentlich. So, was haben wir hier? Eine Kartoffel. Haben wir noch irgendwo einen Platz? Eine haben wir noch. Zack. Komm, die Atmosphäre nehmen wir jetzt mal ein bisschen mit hier. Ein Brokkolinchen. Warte mal, wir müssen hier mal zum Traktor. So. Ein Schießpulverchen. Zack. Der ist auch schon wieder fast voll, ne? So. Mütze. Stück Gummi. Ja. Müssen wir irgendwie mal ordentlich sortieren hier, ne? So. 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 Bauchtasche für die Lumpenherstellung. Das lassen wir mal so. Und das wollen wir hier mit rein tun. Ein Buch, ein Wasser, das hebt man mit auf. Eins kann man hier mit reintun. Noch mehr Mützen. Mützen. Kerzen. Schere. Kann man mit der Seife sich selber und auch die Klamotten waschen? Das wäre eventuell richtig gut. Die sind so verdreckt, die Klamotten. So. Ist voll. Wir brauchen echt mal ein ordentliches Auto, ey. So. Ey. Kartoffel. So. Brokkoli haben wir hier. Nichts. Abbrechen. Du sollst hier nichts abbauen. Suchen. Gut, hier gibt es nichts weiter. Gut, dann haben wir hier alles durchgesucht. Wir haben jetzt einen Brokkoli und eine Kartoffel auf Tasche. Ich guck nochmal hier. Okay, das wird richtig saumäßig. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal das Polizeirevier an. Mal gucken, was wir dort alles so Schönes finden. Vorher würde ich mal offscreen noch schnell die Sachen wegfahren. In unserer Möchtegern-Base, an unserem Standort zumindest, wo die Kisten sind, das ein bisschen wieder leeren, dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann das Polizeirevier und machen den Rest von dem Dorf weiter. Das war eine neue Folge von Scum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, lasst doch einen positiven Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge von Scum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!